Hallo liebe Hungrige, das Wetter ist ja noch so ein bisschen launig. Eigentlich müsste dann die Wetter heißen, fällt mir gerade auf. Aber egal, deswegen jedenfalls gibt es bei uns heute marinierte Grillsteaks, die eben sowohl auf dem Holzkohlegrill als auch im Backofen zubereitet werden können. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Marinade, denn bei der Auswahl des Fleisches können wir flexibel sein. Wir brauchen dafür, in meinem Fall Putenschnitzel, funktioniert aber mit zum Beispiel Hähnchen oder Kalbfleisch ebenso. Wir brauchen Zitronensaft, Mustersoße, Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß, saure Sahne, zwei Knoblauchzehen und etwas Buttermilch, wobei diese optional ist. Ihr könnt sie also weglassen oder auch, wer den Geschmack mag, durch Kokosmilch ersetzen. In eine Schüssel geben wir Paprika, Salz und Pfeffer, vermischen die Gewürze, also dazu einfach nur die Schüssel ein wenig schütteln, geben dann die saure Sahne hinzu, gießen die Buttermilch hinein, ergänzen mit dem Zitronensaft und fügen auch einen Esslöffel von der Mustersoße hinzu. Nun noch die geschälten Knoblauchzehen hineindrücken und die Zutaten für unsere Marinade sind komplett. Nun verrühren wir alles sehr gründlich miteinander. In ein geeignetes Gefäß, und ich nehme einfach die Originalverpackung, geben wir eine Schicht vom Fleisch hinein, begießen es mit Marinade, geben nun das restliche Fleisch darauf und bedecken auch dieses mit Marinade. Allerdings nicht die gesamte Marinade darauf geben, wir brauchen später noch ein bisschen. Alles ein bisschen durchschütteln, damit sich die Marinade auch rundherum verteilt. Das Gefäß nun abdecken, ich nehme dazu Frischhaltefolie und dann alles kühl stellen, um die Marinade richtig einwirken zu lassen. Für mindestens 2 Stunden, gern auch über Nacht. Wir schalten den Grill des Backofens ein, geben nun die marinierten Fleischscheiben auf den Grillrost, schieben, um gegen das Tropfen gewappnet zu sein, eine Fettpfanne oder ein Backblech darunter ein, schließen die Ofentür und grillen alles für etwa 4 bis 7 Minuten. Hängt auch ein bisschen vom verwendeten Fleisch und dessen Dicke ab. Es kann also auch noch ein bisschen länger dauern. Danach öffnen wir den Backofen, wenden das Fleisch und passt auf, dass euch nicht verbrennt dabei, und bestreichen nun die Oberseite nochmals mit Marinade. Dann die Backofentür wieder schließen und danach für weitere 4 bis 7 Minuten das Fleisch fertig grillen. Und so ungefähr sollte es dann aussehen. Ein frischer Gemüsesalat und dunkles Baguette passen ausgezeichnet dazu. Auch ein wenig Barbecue-Soße kann nicht schaden. Ich meine, das sieht recht appetitlich aus und die Marinade verleiht dem Ganzen auch einen tollen Geschmack. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zubereiten und Grillen und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber etwas anderes grillen möchtet, zum Beispiel ein Filet mit Orangensoße oder euch Tagliata, eine italienische Steak-Variante, lieber ist, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.